Servus Leute, willkommen zu meinen Neuzugängen aus dem Februar und zu meinem Lesemonat Februar. Denn die Bücher, die ich im Februar gelesen habe, die sind auch in meinen Neuzugängen aus dem Februar. Ja, und ich fange gleich an mit Büchern, die ich schon habe. Ja. Ich habe mir die Bücher nur ja, der Vollständigkeit halber im neuen Gewand auch besorgt, nämlich den dritten und vierten Teil der Zauber der Elemente-Reihe von Daphne Unruh, nämlich Seerosennacht und Blütendämmerung. Beide Bücher sind jetzt nicht mehr eben nur als wie früher Self-Publisher, Print-on-Demand-Taschenbuchausgaben und natürlich E-Book zu bekommen, sondern eben Daphne Unruh hat ja ihre Reihe mittlerweile auch im Löwe Verlag veröffentlicht. Für 9,95 bekommt ihr wirklich super schöne broschierte Ausgaben, also nicht nur profane Taschenbücher, sondern eben die broschierten und richtig groß und wunderschön, also die sind richtig toll. Ich hoffe, ich muss euch nicht mehr viel über die Zauber der Elemente Reihe bei mir erzählen, denn ich habe die ja schon alle rezensiert und vorgestellt früher und ja, jetzt sind sie eben beim Löwe Verlag erschienen und ich musste mir die Ausgaben unbedingt besorgen. Ich liebe die Zauber der Elemente Reihe von dem her und ich freue mich, dass ich gehört habe, dass es da auch noch weitergeht. Zwar nicht in der in dem Bereich, aber es gibt wohl aus der Welt von Zauber der Elemente weitere Geschichten. Das kommt wahrscheinlich auf uns zu und da freue ich mich sehr drauf. Aber jetzt haben wir erstmal Seerosennacht und Blütendämmerung in der neuen Auflage und ja, das musste einfach sein. dann, verdammt, da kommt schon wieder ein Buch, das ich schon habe, aber das ich unbedingt in der neuen Ausgabe haben wollte, da wohl die Reihe oder die Trilogie, ich weiß gar nicht, und zwar eben Angel Fall von Susan Eee, das ist meine alte Ausgabe, meine Hardcover-Ausgabe. Jetzt wird aber leider Gottes die Reihe nicht mehr als Hardcover fortgesetzt, sondern als Taschenbuch. Und dementsprechend musste ich mir die Nacht ohne Morgen, Angel Fall, ne? Die Nacht ohne Morgen, eben als Taschenbuch nochmal holen und eben den zweiten Teil, Tage der Dunkelheit heißt der, den eben auch, weil, ich will sowas dann, so eine Reihe, die muss bei mir dann schon vollständig sein, eben in einer Ausgabe. Ich werde bestimmt meine Angel Fall Hardcover Ausgabe auch nicht deswegen irgendwie weggeben oder so, die. Ne? Aber das ist eben so eine Sache, wenn schon eine Reihe, dann möchte ich die eben in einem Gewand in meinem Regal stehen haben. Dementsprechend, einfach ein Muss. Und als nächstes bei meinen Neuzugängen von Nikki P. Kisso, Noel und Noel, der dritte Teil,
die Gabe. Ich war bei den ersten beiden Teilen ja unheimlich begeistert. Ich glaube, ich habe bei beiden 15 Punkte gegeben. Und ich habe jetzt auch hier, ich habe es noch nicht fertig gelesen. Ich habe gestern Abend erst angefangen. Aber es fängt schon wieder so großartig an. Und ich kann euch echt nur empfehlen, diese Geschichte zu lesen von Noel und Noel. Das ist so gut geschrieben. Die Perspektiven auch finde ich so wunderschön, wie das geschrieben ist und warum und wer Noel und Noel sind. Das ist ja, sei mal dahingestellt. Die Geschwister sind sie jedenfalls. Ich finde, das ist so toll geschrieben. Absolute Empfehlung von mir. Und wenn das so weitergeht, wie es hier in die Gabe eben das Buch angefangen hat, dann werde ich wahrscheinlich wieder volle Punktzahl geben müssen. Auch wenn ich sowas eigentlich echt ungern mache. Also, wisst ihr, so 15 Punkte ist, also das ist so übertrieben. Aber wenn du so ein Buch dann zumachst und du bist dann einfach zufrieden, vollkommen zufrieden und bist, dann musst du. Ne? Tja. Das hilft nichts. Ja, das ist der fünfte Neuzugang diesen Monat. Ja, das waren die Neuzugänge. Und jetzt mein Lesemonat. Ich habe tatsächlich mir nochmal Angel Fall gegönnt. Denn das ist echt schon eine Weile her gewesen. Ich glaube jetzt über 2 Jahre oder irgendwie so. Dass ich das Buch gelesen habe, weil eben die Veröffentlichung des zweiten Teils so lange gedauert hat. Also habe ich mir mal dieses schöne, wunderschöne Hardcover hergenommen und habe das nochmal gelesen und eben dann den zweiten Teil hier als Taschenbuch Tage der Dunkelheit. Das hier, ja, Leute, ist ein absolutes 15-Punkte-Buch. Klarer Durchmarsch, das ist endgenial. Bei Tage der Dunkelheit werde ich wohl noch extra ein Video machen. Aber ich kann mal schon mal so sagen, es ist eben ein zweiter Teil und er ist im Mittelteil, sagen wir mal so, hat er so ein kleines bisschen einen Durchhänger, wie ich finde. Aber ja, als dann das Team, ich sag mal einfach, das Team wieder vereinigt war, hat die Geschichte wieder unheimlich an Fahrt und Power zugenommen. Und mich mit den tollsten Wendungen überrascht. Das hat dann echt ein kleines bisschen, also das war ja wirklich nur in der Mitte, so ein kleines bisschen Schwächeln. Das hat mich dann doch wieder sehr überzeugt. Also dafür, dass es der berühmte zweite Teil einer Reihe oder ja, Trilogie, ich weiß es nicht, ich glaube Trilogie wird's. Aber eben so ein zweiter Teil, für einen zweiten Teil absolut genial. Von dem her, hat da Susan E.E. Ein richtig tolles Werk abgeliefert. Ja, der Februar ein bisschen kürzer und ich war ein bisschen gehandicapt mit meinen Schmerzen im Knie. Vielleicht. Ich glaube, ich habe es in einem Video vorher schon mal erwähnt. Ich
habe mir mein Knie verdreht und Bänderanriss und Kapselriss und Dach. Ja, mit Schmerzen ist einfach immer ein bisschen doof lesen. Ja, in diesem Sinne, ja, meine Neuzugänge, mein Lesemonat. Ja, wie gesagt, lest mal wieder was. Ciao.